Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung des Tag der Lehre bei uns am 17. Oktober. Und wir haben hier eine der großartigen Referentinnen bei uns zu Gast. Liebe Olivia, stell dich bitte vor. Ja, mein Name ist Olivia Fischer. Ich arbeite zurzeit auf der Pädagogischen Hochschule Wien und bin dort in verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem in der Freizeitpädagogik, in der Lehrerinnenbildung, auch in der Schulentwicklungsberatung. Und ich beschäftige mich eben auch an dieser Stelle und auch schon an meiner letzten an der Uni Wien mit innovativen didaktischen Methoden, besonders in Bezug auf die Hochschule. Sehr spannend. Wir sammeln ja Zutaten für einen Assessment-Kuchen. Also was muss da alles drinnen sein, damit Prüfungssituationen, Assessment-Situationen gut gelingen können? Was glaubst du, was ist da besonders wichtig? Ich glaube, besonders wichtig ist, dass wir ein bisschen umdenken, wenn es in Richtung Assessment geht. Wenn man sich anschaut, was für Skills im 21. Jahrhundert gefordert sind, muss man wirklich neu denken, ob unsere Prüfungen Studierende auch darauf vorbereiten. Also wir wissen ja, dass im Prinzip Studierende das lernen, was geprüft wird. Das heißt, wenn wir nicht gezielt diese Skills auch abprüfen, ist es fraglich, ob wir an Hochschulen Studierenden auch diese Skills, die wichtig sind für das Berufsleben im 21. Jahrhundert, zum Beispiel kritisches Denken, kreatives Denken, Problem lösen, ob das auch wirklich gelernt wird, ob wir sie damit auch wirklich ausstatten. Gut, wunderbar. Dann sind wir natürlich ganz neugierig darauf, was du uns am Tag der Lehre so mitbringen wirst und was du dort vorhast mit uns. Also was erwartet uns inhaltlich und methodisch, beziehungsweise die Teilnehmenden zur Konferenz, die jetzt sich denken, jetzt könnte ich mich doch jetzt wirklich sofort auf der Stelle anmelden. Also was erwartet uns da? Ich werde euch auf der Konferenz etwas über EduLabs erzählen. EduLabs sind eine relativ neue Methode in der Didaktik, die eher aus dem skandinavischen Raum zu uns kommt. Dazu muss man als erstes einmal verstehen, was ein LARP ist. Ein LARP ist ein Live-Action-Roleplay, auf Deutsch ein Live-Rollenspiel. Das heißt, ein Rollenspiel, in dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrem ganzen Körper eine Rolle darstellen. Das heißt, es wird nicht nur über etwas geredet, sondern es wird tatsächlich eine Rolle gespielt und erlebt. Seit einigen Jahren wird versucht, das Ganze im bildenden Kontext auch zu verwenden. Das nennt sich dann EduLARP für Educational Live Action Roleplay. EduLabs werden in Skandinavien zum Beispiel schon an Schulen eingesetzt, um verschiedenste Bildungsinhalte erlebbar zu machen. Es gibt zum Beispiel zwei Schulen in Dänemark, die haben ihre ganzen Curricula rund um EduLabs ausgerichtet. Also da werden Lerninhalte vermittelt, zum Beispiel wenn es um das Römische Reich geht, kann man da mit Sklavenhändlern, mit germanischen Sklavenhändlern sprechen und übt dabei die Fremdsprache Deutsch, in denen wir geben Fremdsprachenerziehung. Schülerinnen und Schüler werden gefordert, um die Wasserversorgung von Rom sicherzustellen, müssen dabei mit trigonometrischen Funktionen umgehen können. Es werden soziale Dilemmata im Senat geklärt und so weiter. Es gibt auch schon einige Ansätze in der Hochschulbildung, wobei ich sagen muss, es ist ein relativ neues Thema in der Hochschulbildung, dass man eben versucht, mit Hilfe von diesen Live-Action-Roleplays Kompetenzen zu trainieren. Da geht es dann in erster Linie darum, Kompetenzen zu trainieren. Zum Beispiel eben kommunikative Kompetenzen oder Problemlösungskompetenzen. Kann man sich auch ähnlich dem Simulationstraining vorstellen, ist aber doch etwas anderes, weil beim Simulationstraining es weniger ums Erleben geht. Und die Stärke vom EduLab ist eben wirklich, dass man im Rahmen einer fiktiven Rolle Geschehnisse erlebt und dabei in Kompetenzen trainiert. Das hat den Vorteil, also dieses Erleben, dass mit Lerninhalten dass Lerninhalte mit Emotionen verbunden werden und dadurch nachhaltiger gelernt werden können. Das klingt fantastisch. Und wie könnte jetzt in so einem Setting oder so mit einer Methode Prüfungs- oder Assessment-Ansätze unterstützt werden? Es gibt dazu, sage ich auch gleich, noch keine genauen Studien.
Was aber auf jeden Fall denkenswert wäre, ist, dass man EduLabs nutzen könnte, um besonders selbst mit Hilfe von Selbstreflexionsprozessen Prüfungen zu ersetzen. Also wenn man bedenkt, dass man jetzt wirklich hier in einem größeren Rahmen Studierende in einer simulierten Umgebung Kompetenzen üben lässt, ist es wahrscheinlich schwer, dass da dann genug Assessorinnen und Assessoren zu haben, die das beurteilen können. Man könnte sich aber durchaus, also es ist durchaus vorstellbar, dass genau dieses Erleben nachher für eine gesteuerte Selbstreflexion genutzt wird oder auch für eine gesteuerte Peer-Reflexion. Es gibt natürlich Settings, das kennen wir auch aus dem Simulationstraining, wo wirklich genau das, was dort dann passiert, auch wirklich bewertet, beurteilt wird, ist immer eine Frage des zur Verfügung stehenden Personals und des Aufwandes. Was erwartet uns methodisch jetzt beim Tag der Lehre bei deinem Beitrag? Ich werde einen kurzen Einblick geben, was es für Beispiele gibt in der Hochschulbildung, also was schon gemacht worden ist, wie man sich eben das vorstellen könnte. Ich werde auch noch einmal kurz darauf eingehen, was denn so ein EduLab ausmacht. Also es ist eben nicht alleine nur das Spielen, sondern da gehört eben durchaus auch eine Vorbereitungs-, eine Nachbereitungsphase dazu, um eben wirklich Lernmöglichkeiten anzubieten oder auch Lernerfolge sicherzustellen. Ja, das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen. Das klingt doch schon sehr, sehr ansprechend und wie gesagt noch ein Grund mehr, sich für den Tag der Lehre anzumelden. Jetzt gibt es die Möglichkeit, bei unserem Skiblog das zu tun. Wir freuen uns schon sehr auf einen spannenden Austausch mit dir und auf eine tolle Zeit beim Tag der Lehre. Bis dahin, alles Liebe. Danke.